Dieses Video von Thorsten Butsch beschäftigt sich mit dem Thema Kolatsproblem. In diesem Video gucken wir uns das Kolatsproblem an. Das Kolatsproblem bzw. die Geschichte dahinter ist sehr interessant, weil man glaubte tatsächlich mal, dass man alle Probleme lösen kann, also algorithmisch lösen kann. Und das zu beweisen ist natürlich relativ schwierig, was aber einfach ist, ist ein Gegenbeweis zu finden. Also praktisch ein Problem, was man eben nicht lösen kann. Und da kommt das Kolatsproblem ins Spiel. Ich habe natürliche Zahlen, sagen wir, ich nehme die 4. Und dann kann ich hergehen und sagen, die 4 ist gerade. Dann teile ich durch 2. Und wenn die 4 jetzt nicht gerade wäre, hätte ich 3n plus 1 gemacht. Also 3 mal die 4 und plus 1. Also, ich habe das mal hier aufgeschrieben. Das Skript gibt es unter dem Video. Wenn es gerade ist, durch 2. Wenn es entsprechend nicht gerade ist, dann 3n plus 1. Ich mache es mal vor. Wir machen das mal an der 5, dann ist das ein bisschen spannender. Also die 5 ist offensichtlich nicht gerade. Mal 3 bin ich bei 15, plus 1 bin ich bei 16. 16 ist gerade, durch 2 ist 8. 8 ist gerade, durch 2 ist 4. 4 ist gerade, durch 2 ist 2. Und 2 ist gerade, durch 2 ist halt eben 1. Und wenn ich bei 1 angekommen bin, ist diese Zahl sozusagen abgehakt. Also da funktioniert das Ganze. Also man sieht, auf was es hinausläuft. Ich muss am Ende der Zahlenfolge bei 1 landen. Das kann man sehr schön in Python auch programmieren. Und dann habe ich hier mal für verschiedene Zahlen, für 1, für 2, für 3, die Kollaps-Sequenzen im Prinzip mal ausrechnen lassen. Jetzt würde man sagen, ja und, wo ist das Problem? Ja, es gibt dummerweise sehr viele natürliche Zahlen. Unendlich, um genau zu sein. Und ich kann zwar für eine Zahl das überprüfen, ob die Zahlenfolge bei 1 endet. Aber ich kann es nicht für alle Zahlen. Und damit ist das Problem unlösbar. Und ja, das ist die Bedeutung von diesem Kollatsproblem. Was vielleicht aber auch noch ganz interessant ist, ich habe das hier mal spaßeshalber versucht, und das ist auch ein Ansatz, wo man versucht, das zu knacken, aber wie gesagt, bis jetzt noch nicht mit Erfolg. Zahlensequenzen wiederholen sich auch. Das habe ich hier unten mit dieser lustigen Grafik. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die 6 nehme oder die 12 nehme, dann enden die praktisch über die gleichen Zahlen. Also wenn ich jetzt die 12 nehme, lande ich ja bei der 6 und dann die 3, die 10, die 5, die 16, die 8 und die 4 und so weiter. Wenn ich zum Beispiel bei 21 anfange, dann lande ich bei der 16 und ab dann geht das einen bekannten Weg zurück. Das heißt, man versucht das sozusagen aufzuzeichnen und Muster zu erkennen. Wie gesagt, interessantes Problem, für alle natürlichen Zahlen nicht lösbar, damit ein wunderbares Beispiel dafür, dass eben nicht alle Probleme lösbar sind.